Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen News. Es ist soweit, die Gamescom läuft seit gestern Abend, 19.08.2019, war Startschuss gewesen. Die erste Pressekonferenz, die jemals auf einer Gamescom abgehalten wurde, war gestern gewesen. Insgesamt 2 Stunden ging das Ganze. Ich habe mir das komplett angeschaut und da gab es tatsächlich den ein oder anderen Titel, den ich sehr interessant fand. Allerdings muss ich auch nochmal am Anfang kurz sagen, dass das Ganze jetzt nicht ganz den ÖPNV-News entspricht. Die kommen dann erst ein bisschen später. Also das heißt im Laufe des Videos noch. Aber diese 3 Spiele, die ich ja, wo ich eigentlich schon sehr, 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 sehr aufgeregt drauf bin und was ich persönlich sehr interessant fand, das möchte ich hier euch heute zeigen. Und zwar das erste ist Humankind, was ich persönlich sehr interessant fand. Denn es ist das erste Mal, dass man hier sagen muss, dass Civilization einen großen Konkurrent bekommt. Mit Humankind wird der PC-Spieler ein neues History-Strategiespiel im Stile der Civilization-Reihe erwarten. Im Fokus steht dabei die Frage, was passieren kann, wenn ihr die Geschichte der Menschheit neu schreiben könntet. World Premiere mit Humankind, und das ist der Trailer dazu, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir fangen hier wieder in der Steinzeit an und können uns dementsprechend wahrscheinlich mit den Technologien irgendwie hocharbeiten. Denn das, was wir dann nachher dann alles so sehen, ja, da muss man erstmal abwarten. Release ist 2020, könnt aber jetzt schon den ersten Blick auf der Gamescom euch anschauen. Das Ganze ist im Sega-Stand 10.015.020, Halle 9.1. Da könnt ihr euch, wie gesagt, dieses Spiel hier schon mal anschauen. Humankind Coming 2020. Das zweite Spiel, was ich persönlich noch sehr interessant fand, war dieser Titel. Und zwar wurde Port Royal 4 angekündigt. Eine neue Handelssimulation erscheint jetzt. Auf der Gamescom 2019 wurde das jetzt das erste Mal angekündigt und kommt von Calypso Media. Und auch hier, das Ganze soll jetzt im dritten Quartal 2020 erscheinen. Auf jeden Fall sahen die ersten Bilder natürlich mal wieder sehr vielversprechend aus. Ich freue mich drauf. Port Royal ist natürlich schon ein uralter Titel, den es schon gefühlt 100 Jahre gibt. Aber schaut euch am besten den Trailer an. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Titel, den ich persönlich auch sehr interessant fand. Ich weiß, der ein oder andere kann damit absolut nichts anfangen. Und zwar, gefühlt der oberste Boss war da gewesen. Hideo Kojima war auf der Gamescom gewesen 2019 und hat natürlich neues Bildmaterial von Death Stranding mitgebracht, welches ja noch 2019 für die PlayStation 4 erscheinen soll. Also das auf jeden Fall sieht mega, mega gut wieder aus. Hat natürlich die Pressekonferenz da gefühlt etwa eine halbe Stunde mit eingenommen und die Leute sind regelrecht
ausgeflippt. Also sowas hat man auf der E3 tatsächlich noch nie gesehen, ja. Auf der Gamescom, ja, sind die da alle hingestürmt und haben ja Fotos gemacht und hast nicht gesehen, ja. Du hast eigentlich Hideo Kojima gar nicht mehr gesehen, weil das Ganze halt einfach, weil die Leute halt einfach davor standen. Ich muss auch sagen, dass die Gamescom persönlich war, ist nicht so ganz geeignet. Das muss definitiv noch ein bisschen, ich sag mal, ganz vorsichtig umgebaut werden, damit das Ganze natürlich Hand und Fuß hat, ja, dass das Ganze halt passt. Irgendwie waren schon die ersten Berichte, dass das Ganze halt viel zu niedrig war. Man konnte, wenn man halt weiter hinten gesessen hat, den Redner vorne nicht mehr sehen. Auf jeden Fall war das aber für viele Leute eine relativ coole Sache. Sowas hat die Gamescom tatsächlich gebraucht, ja, um natürlich in Deutschland natürlich noch größere Reichweite zu bekommen, das Ganze. Ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, was haltet ihr davon? Sind Pressekonferenzen wichtig? Schaut ihr sie oder sagt ihr, es ist eher überflüssig, weil da Spiele gezeigt werden, die ihr sowieso nicht spielt? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich persönlich mal doch interessieren. Und nun kommen wir mal so ein bisschen zur Simulationswelt, denn auch hier gab es natürlich einiges zu sehen. Und zwar der liebe Garderol ist natürlich schon auf der Gamescom und hat den einen oder anderen Entwickler sich schon geschnappt. Und hier sehen wir den Bus Mechanic Simulator, der jetzt ja wohl noch erscheinen soll. Das, was wir auf der Nintendo Switch gespielt haben, war natürlich absolute Grütze. Hat natürlich mit diesem Spiel hier an sich natürlich nichts zu tun. Aber interessant waren die ganzen Sachen, die Thematiken, die da Garderol da gefragt hat. Und zwar, wie viele Teile es denn jetzt insgesamt geben soll. Und der Entwickler war sehr, sehr offenkundig, hat auch sehr gerne geredet und meinte halt, dass einfach mal so um die 2000 Teile an so einem Bus verbaut sind. Also 2000 Teile, die ihr auseinanderlegen könnt. Auch wurde gefragt, ob es eine offene Spielwelt geben wird, ob man mit dem Bus zum Beispiel außerhalb der Garagen fahren kann, und das hat der Entwickler leider verneint. Von Viz Games ist das Ganze. Viz Games ist übrigens eine interessante Sache, aber also auch das soll nicht gehen. Es gibt keinen Parcours, keinen Parkplatz, wo wir mit dem Bus halt fahren können oder sonstiges. Die interessanteste Sache allerdings fand ich, dass derjenige, der die Busse baut, schon bereits aus der Omsi-Szene bekannt ist, unter dem Namen Darius. Also da könnte auf jeden Fall der eine oder andere sich eventuell freuen. Wiederum andere würden es jetzt vielleicht gar nicht so toll finden, weil, ja, der werte Herr Darius hat jetzt nicht so den perfekten Ruf. Weiß ich nicht warum. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Bus gehabt, wo ich sagen musste, dass der Bus mir überhaupt nicht gefallen hat. Aber wie gesagt, er werkelt wohl daran mit, macht das Ganze natürlich rund, dass das Ganze passt dementsprechend. Sache ist halt, dass der Entwickler das gar nicht so hundertprozentig sagen wollte, habe ich das Gefühl gehabt, sondern eher, dass ihm das versehentlich rausgerutscht ist. Ich weiß es nicht, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten. Darius ist ja für euch ein Begriff. Ich selbst habe den Namen schon gehört, kann ihn jetzt aber zu keinem einzelnen Projekt unterordnen. Von daher habe ich persönlich jetzt da nichts gegen auszusagen. Ja, also von daher freue ich mich eigentlich drauf, mir selbst mal den Bus Mechanic Simulator hier mal anzuschauen. Wenn es natürlich soweit ist, werden wir das Ganze dementsprechend mal tun. Ja, also da können wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen gespannt sein. Das nächste, was ich gefunden habe, ist dieses. Und zwar könnt ihr auf der Gamescom natürlich das neue Addon Düsseldorf anspielen. Vielleicht habt ihr Glück und könnt sogar einen der Entwickler dort antreffen, wo ihr da halt selbst noch ein paar Fragen zum Beispiel stellen könnt. Oder wo ihr einfach mal selbst spielen können. Das Ganze findet natürlich in der Aerosoft-Halle statt, 10.1, dort ist das Ganze. Und da könnt ihr euch mit kurzer Wartezeit eigentlich, wenn ich mich noch recht entsinne, von den letzten Jahren, wo ich halt auf der Gamescom war, waren die Stände von Aerosoft und Astrogon eigentlich nicht so voll gewesen, dass man da jetzt Ewigkeiten warten muss. Wenn ihr natürlich Bock habt, ein bisschen Düsseldorf fahren, dann, wie gesagt, könnt ihr das Ganze natürlich dementsprechend auf der Gamescom tun. Ein weiteres Video, was ich gefunden habe, ist dieses kleine und kommt natürlich aus der Lotus-Branche. Und hier sehen wir zum Beispiel, wie sich dieser Fahrplan, ja, das Ganze dreht. Also wir haben hier schon wieder so eine kleinen, feinen Sachen, wo ich das gesehen habe, fand ich das mega süß. Es war mega hübsch und ich freue mich drauf, dass wir irgendwann mal eine Spielwelt haben will, wo sich einfach alles bewegt. Was natürlich die Performance angeht, ist natürlich eine andere Sache, aber sowas sieht doch einfach nur schau aus, oder? Also das muss man einfach mal lassen. Jetzt haben wir noch was ich in der letzten News vergessen hatte zu sagen. Und zwar hat doch TMS Studios sein zweites Dev Diary Special Sommer 2019 rausgehauen und hat diesen neuen Bus hier vorgestellt, den MAN Intercity oder Lions Intercity, so nennt er das Ganze sich.
Und hat dementsprechend natürlich da ein wenig drüber geredet. Das Ganze, übrigens, diese ganzen Trailers und Videos, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, findet ihr alle in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Let's Play von Garderoll angucken und natürlich hier das jetzt von TML Studios. Das ist jetzt, wie gesagt, Part 2 von 3. In dem nächsten Part werden wir jetzt endlich mehr von The Buzz entdecken und hoffen natürlich, dass da jetzt endlich mal richtige News rauskommen, ja, dass wir uns da mal so ein bisschen, uns aufheizen können auf The Buzz, ja, ob das Ganze natürlich dementsprechend wird. Wie gesagt, das volle Video dazu von jetzt diesen MAN Lions Intercity findet ihr unten in der Videobeschreibung. Erhältlich soll dieses Jahr noch sein für den Fernbus-Simulator und den Tourist-Bus-Simulator. Und das war's dann auch schon mit den ersten News hier aus der Gamescom 2019. Wenn natürlich wieder was weiteres passiert, bin ich euer Mann. Ich werde euch hier dementsprechend informieren. Wie gesagt, alles Weitere findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alle Videos, alle Texte oder sonstiges, alles unten, alles verlinkt, sodass ihr dementsprechend alles nachlesen könnt, falls ich nämlich das ein oder andere eventuell falsch gesagt haben könnte. Was ich mal hoffentlich nicht glaube. Aber soweit, so gut. Das war auf jeden Fall schon ein sehr, sehr geiler Start in die Gamescom 2019. Und ich freue mich schon auf die nächsten Tage, was hier so sonst noch so passiert. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!